Verletzter, unten liegt der Verletzte. Verletzte. Okay.
In dem Mülheim, im MTB. In der Garage an der anderen. Da im MTB? Ja, da kommt Romaniano an. Herzlich willkommen hier zu unserer Hauptübung. Übungsannahme heute war Brand vom Ökonomiegebäude, der Entstehungsbrand war am Anfang ein Traktor, wo nach schwerer Ackerarbeit abgestellt war, der hat sich dann entzündet. Der Bauer, ein Bewohner, hat versucht, dann noch selbst Löschversuche zu unternehmen. Das ist dann gescheitert, er hat zu viel Rauch inhaliert, hat den Rauchgas gedrückt, die stand innen, gerade ist dann gelegen. Das war dann auch die erste Aufgabe vom Erstfahrzeug, die Person zu retten und zu versorgen. Die Teilnehmer hat heute noch die Führungsgruppe. Da wird man auch irgendwas zu sagen, denke ich mal. Dann die Abteilung Fischingen, die Abteilung Rennverschauser und die Abteilung Stadt von Sulz mit Drehleiter, mit MLF. Mit Wechsellader und jetzt fertig. Sorry, ich bin ein bisschen nervös, tut mir leid. Ja. Mein Resümee sage ich dann nachher nochmal schön. Abkunden dazu. Ich werde jetzt somit zur Übungsbeobachtung. Die Worte schön weitergeben an den Schattenmeister. Wir gehen heute. Gut, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder von der Feuerwehr, von der EHK. Thorsten
hat gesagt, man hat etwa eine Hauptübung der Abteilung Mülheim. Das war jetzt heute etwas umfangreicher mit mehreren Abteilungen. Du hast bei der Holzhäuser noch vergessen, die weit weg waren, trotzdem ihren entscheidenden Beitrag zu dieser Übung mit beigetragen haben. Jeder hat hier verschiedene Aufgaben heute bewältigen müssen. Und das Zusammenspiel von den vielen Abteilungen heute war eigentlich das Ziel von dieser Übung. Und als Resümee kann man sagen, also die Zusammenarbeit und auch das Zusammenwirken hat tadellos geklappt. Wir sind froh, dass es auch mit der Wasserversorgung so geklappt hat, wie es jetzt, sich letztendlich dargestellt hat. Die Zisterne, die vor vielen Jahren hier angelegt wurde für diese Gehöfte hier, ist von unschätzbarem Wert in diesem Bereich. Und wir haben heute nur eine Leitung gelegt, ganz einfach deshalb, jede Leitung, die man auslegt, muss man dann auch wieder aufräumen. Und die Entfernung zur Wasserentnahme ist halt 700 Meter, und dann können wir ausrechnen, ein Schlauch hat 20 Meter, wie viel Schläuche das man da braucht, bis man 700 Meter einmal belegt, und bei der Doppelleitung haben wir die doppelte Anzahl von Schläuchen. Aufräumzeit wäre dann auch verdoppelt, sodass man sogar eine Freiheit finden müsste. Trotzdem, wir haben das Übungsziel erreicht. Ein Einsatz in dieser Dimension, so wie es jetzt heute mit diesen vielen Abteilungen, vielen Feuerwehrmännern und vielen verschiedenen Aufgaben ist, braucht eine Organisation. Und das sind jetzt hier im Boot, die Mitglieder der Führungsgruppe. Keiner allein kann es irgendwie behalten und schaffen bei so vielen Einsatzzeiten, so vielen einzelnen Bereichen, sodass das koordiniert werden muss, dokumentiert werden muss. Und dafür haben wir hier in Sulz die Führungsgruppe sehr engagiert, was das Üben angeht, und auch jetzt heute bei dieser Übung vorab aufgebaut. Denn wenn sie mit uns alarmiert worden wären, hättet ihr die Leute schon gefunden vor die Führungsgruppe, wenn sie im Einsatz bereits wäre. Die Führungsgruppe braucht man dann, wenn ein Einsatz über längere Zeit angeht, so wie zum Beispiel bei der Metallverübung oder auch sonst, wenn die Einsätze sind über Stunden, kann das einer alleine nicht mehr überlegen und kann sich dann den Rat und die Art von der Führungsgruppe holen. Nochmal zusammenfassend. Also jeder, der heute an dieser Übung teilgenommen hat, egal ob er Wasserversorgung aufgebaut hat oder hier Menschen natürlich gerettet hat, ohne Kreuz übergeben, von dort dann professionelle Hilfe an diese Verletzten weitergegeben wurde. Im Hintergrund hat man gesagt, der Notarzt alarmiert gewesen, der Rettungswagen gekommen oder auch zwei, je nachdem, wie viele Verletzte das hier hätten. Das wäre dann im Ernstfall noch dazugekommen. Wir haben uns erlaubt, die Straße während der Übung hier einfach nicht zu sperren, das dürfen wir nicht, sondern wir haben halt ein bisschen viel Fahrt, dass man nicht mehr vorbeifahren kann. Das dürfen wir im Einsatz immer. Nur, ja, man muss richtige Wortwahl treffen. Sperren darf die Feuerwehr nicht, aber die Feuerwehr darf diese Einsatzwege aufbauen, dass sie richtig arbeiten kann. Das können wir Verkehrsverfall schon jetzt sind auch hier bei der Übung. Und bevor man hier Gefahren schafft, machen wir das nicht. So, ich darf mich bei euch ganz herzlich bedanken für die Übung. Jeder, der hier teilgenommen hat, seinen Beitrag dazu geleistet hat. Ich selber bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit, auch mit dem, was jetzt schon rausgekommen ist, ein Wasserangebot. Und ich hoffe nie, dass man in Ernstfall kommt an die Eigentümer hier. Aber Sie sehen, wenn denn tatsächlich mal ein Schadensfall käme, wir wären gerüstet und wir würden auch hier in diesem Hausebereich die Führungsverletzung machen. Nochmal herzlichen Dank. Ja, also der Ignaz gleich übrigens hier rein. Sieht ihn eigentlich auch so, die Personen sind feuerlich aus. Übungsziel für mich oder für Halle Mülheim war heute ganz klar die Wasserversorgung bei mir an dieser Stelle noch nie für ein Objekt, darum groß oder wenigstens nach wie vor. Das hat super gut funktioniert. Weiteres Übungsziel war das gemeinschaftliche Miteinander, wie das funktioniert. Man weiß das nicht, aber man probiert es halt immer mal wieder und baut Sachen ein, und das hat ein Jahr für mich zufriedenstellend funktioniert. Hat passt. Habe ich was vergessen vorher noch? Helmut, an euch natürlich auch. Herzlichen Dank.
gerade gekommen seid. War wichtig, ihr rückt bei Sirenenalarm immer. Oder bitte bitte bei der Alarm an, wenn ihr ein Treffer seid, rückt mit aus. Da sind wir auch recht froh drüber, weil man nie weiß, was während so einem Einsatz passiert, beziehungsweise was man was im Beramt fährt. Von meinem Abschluss war das noch ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle, an alle Einsatzkräfte, an das DRK und natürlich auch an die Besitzer, Familie Leopold, Haug und Hetz für das Übungsobjekt. Finde ich super tolle Sache, wobei es ist ja auch in eurem Sinne, dass man mal so was übt. Von daher herzlichen Dank, dass wir hier kommen dürfen. Ich hoffe, ihr habt keinen großen Schaden angerichtet oder gar nichts angerichtet. Wenn ja, einfach melden. Dann gucken wir, dass wir das regeln. Der Walter hat vorhin noch gesagt, ich soll alle im Anschluss, beziehungsweise die Übungszuschauer einladen und ihr nachher nach dem Aufräumen zum gemeinsamen Umtrunk. Sie haben unten was hervorragend vorbereitet. Wie gesagt, herzliche Einladung seitens der Hausherrin. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön meinerseits und viel Spaß beim Abbau. Danke. Ja, ich möchte mit einem Zitat anfangen. Erst wenn das letzte Feuerwehrauto eingespart ist und kein Freiwilliger mehr ein Ehrenamt ausübt, dann merken wir, dass Geld kein Feuer löschen kann. Danke für euren Einsatz, danke für die Zeit, die ihr aufbringt und Dank auch an eure Familien, dass ihr euch die Zeit gibt. Dank ans DRK für den Einsatz. Und ich kann nur sagen, ich fühle mich sicher in Mülheim. Es war aus meiner Sicht eine gelungene Hauptübung und es zeigt den guten Ausbildungsstand. Weiter so. Ja, werte Damen und Herren, Sie beide. Liebe Feuerwehrkameradinnen liebe Feuerwehrkameraden, herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Toll war es einfach, mal hier mit der Führungsgruppe wieder zu arbeiten, so heute das Erdbeben mal gemacht haben. Weil die Inhalte erleichtert uns als kleine Gruppe die Arbeit, wenn wir natürlich da auf euch zurückgreifen können. Ihr habt jede Menge Manpower und somit können wir dann auch mal sagen, auch wir brauchen zwei oder vier Leute von euch und dann geht es ohne Probleme vonstatten. Einfach auch immer zum Wohle des Betroffenen. Und deshalb nochmal recht herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns auch weiterhin auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. Danke. Wenn es keine weiteren Meldungen mehr gibt, kann ich mir so an der Tage räumen wir gemeinsam auf. Und dann gehen wir zum Mittag über. Halt! Hey! Ich bin immer halb.